Ja, scheiße. Es kann doch nicht so schwer sein. Nervt richtig hier. Dieses Ding muss noch da hoch. Aber wie bräuchte ich hier den vollen Platz? Da muss der runter. Aber dann habe ich unten wieder zu wenig Platz. Ich sehe den Trick nicht. Geht hier da nicht weg? Auch nicht. Arr. Ja, das wird jetzt hier ein bisschen dauern noch vielleicht. Dieses Ding, das nervt richtig. Was ich darüber ziehen kann. Nach rechts. Der jetzt hier unten wäre, ne?
glaube, jetzt habe ich irgendwie alles total kaputt gemacht. Wie bin ich denn da hingekommen? Hilfe! Da, so. Das habe ich gebraucht, oder? Oder nicht? Nee, scheiße. Der muss da sein, damit ich... Nacht. Ich raff es nicht. Oh. Oh. Eine Erziehung in der Klosterschule ist immer noch die beste Voraussetzung, um Schlösser zu knacken. Bam. Das Kreuz kommt mir bekannt vor. Das habe ich doch schon mal gesehen. Es ist auf das Tischtuch gestickt, das ich in der Wohnung von Madame Cachon habe mitgehen lassen. Ich bin also auf der richtigen Spur. Sehr gut, Frau. So, rein in die gute Stube. Für einen Raum voller Müll war das ein sehr cleveres Schloss. Irgendwas an diesem Raum stinkt mir, und das meine ich nicht nur wörtlich. Oha. Randale. Eine alte Geschosshülse. Was die wohl hier zu suchen hat? Das Boot zu bewegen, würde es nur völlig ruinieren. Du hast es gerade umgeschmissen. Ich habe das Boot kaputt gemacht. Wobei es schon vorher nicht sonderlich seetüchtig war. Das nimmt es auf ihre Kappe. Kein Griff. Nichts Offensichtliches. Aber es muss einen Weg geben, sie aufzumachen. Also eine Steintüre. Es muss einen Mechanismus... An den beiden Seiten sind die Wörter Sinister und Dexter eingeritzt. Nun, jede brave Klosterschülerin wie ich kennt natürlich die lateinischen Begriffe für links, rechts. Aber was haben die hier zu suchen? Nichts passiert. Okay, ich muss jetzt mal die... Wo ist es denn? Geschosshülse? Nichts passiert. Nicht? Rätsel gelöst. Carchons Steinzylinder gleitet in das Loch und rastet mit einem wohltuenden Klick ein. So, dann gucken wir uns nochmal. S, D, S, S, D, S, S. Also. S. D. Ein. Noch ein Klick. Wieder einen Schritt weiter. Das ist D. Das ist. Ich liebe das Geräusch sich öffnender Schlösser.
Ratte kam mit Karacho runtergekracht. Ja, jetzt hast du dich eingeschlossen. Ohne etwas zum Abstützen fällt das Kreuz direkt wieder runter. Die Tafel lässt sich nicht bewegen. Die Tafel ist fest. Okay, dann. Als ich das Kreuz angehoben habe, schloss ich die Eingangstüre und eine Art Steintafel öffnete sich. Genial. Kann ich das da drunter schieben irgendwie? Das Steinkreuz ist abgestützt. Jetzt kommen wir doch langsam weiter. Ich berühre die Öffnung. Nichts Schlimmes passiert, was ich toll finde, da ich doch sehr an meinen Fingern hänge. In diese Öffnung gehört etwas Bestimmtes rein, aber was? Eine runde Öffnung, präzise in den Stein gebohrt. Kann ich den irgendwie aufmachen oder so? Ich weiß ja nicht. Ich nehme die Geschosshülse weg. Was anderes unterstellen? Damit kann ich das Kreuz nicht abstützen. Aber ich bin auf dem richtigen Weg. Ich brauche etwas Stabileres. Was ist das denn? Ut lex vel, ut nex sumitor. Unterwirf dich dem Gesetz oder dem Tod. Ich schätze, Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit war nicht so ihr Ding. Ja, ich geb's zu, ich war in der Schule eine Streberin. Aber ich habe auch Lippenstift getragen, ohne dass die Nonnen es gemerkt haben. Draußen. Ah, die Hülse muss da rein, ja. Vielleicht fehlt mir das Ding aber auch noch. Das Kreuz ist fest abgestützt. Ich berühre, was ich in dies. Das dachte ich mir. Tür aus sind solche Türen. Ohne Hebel habe ich keine Chance, das Ding aufzustemmen. Ich muss noch mal raus. Finde ich draußen ja noch irgendwie einen Stock oder so. Ich nehme. Ja, wo ist die Maus? Noch nicht gehen. Ich habe das Gefühl, hier ist noch mehr zu finden. Das will sie nicht. Das Boot zu bewegen.
Ich entferne den Stein. So, dann nochmal. Artefakt passt perfekt in das Loch. Ich höre, wie hinter den alten Mauern irgendein Mechanismus knarzend in Gang kommt. Aber irgendwas wurde dadurch ausgelöst und steckt jetzt fest. Die Lücke ist zu klein, da kann ich nicht reingreifen. Ich brauche etwas, das schmal genug ist, um die Tür aufzuhebeln. Hebeln. Ich nehme die Geschosshülse weg. Das Kreuz klappt nicht mehr runter. Irgendein Mechanismus hält es oben. Die Lücke. Ich brauche etwas. Ja, aber was? Eine Geheimtür. Jetzt wird's doch interessant. Schade, dass der Mechanismus klemmt. Ich muss sie irgendwie aufstemmen. Die Lücke ist zu eng. Also, ich weiß ja nicht. Um die Tür frei zu bekommen, brauche ich etwas entschieden Massiveres als ein Haarklemmerchen. Am besten das Kreuz. Kann ich das nicht nehmen? Das Kreuz klappt nicht mehr rund. Der Elefant. Scheiße. Alles kaputt. Was passiert, wenn ich das jetzt nehme? Verstehe ich nicht. Was kann ich denn noch machen? Es klappt halt ein bisschen hoch, ne? Draußen ist aber nichts mehr. Tipp. Aus einem flachen, steifen Gegenstand und du hast drei Metallstück. Wie könntest du es abflachen? Ein Metallstück. Das? Abflachen?
Sachen was unter die Tür legen. Ich nehme die Geschosshülse weg. Was soll ich jetzt da hinlegen? Den Schlüssel? Dran. Die Steinplatte hat ein Ende der Geschosshülse zusammengequetscht. Ein Ende, okay. Aber als ob man damit jetzt hebeln kann, oder? Das ist ein bisschen weit hergeholt. Aber gut. Gerade da. Ich nehme die Geschosshülse weg. Wow. Wow. Ein weiterer guter Verwendungszweck für eine Geschosshülse. Noch ein Geheimraum. Irgendwer hat etwas zu verstecken. Aber was genau suche ich? Das müssen wir herausfinden. Mann, oh Mann. In der Dunkelheit kann ich erkennen, dass es ein Arbeitszimmer ist. Aber was für Arbeit? Und was hat es mit Carchon zu tun? Gibt es hier irgendwo Licht? Halt nichts. Das da könnte eine Kerze sein oder so, aber wie soll ich die anmachen? Ein alter Unterbrecherkontakt. Wie frisch aus einem Frankenstein-Film. Erstaunlich, das Ding funktioniert noch. Der Raum wird taghell erleuchtet. Wow. Uiuiui. Moment, wir bleiben Justitia starrt mich von einer Steintüre aus an, die verschlossen und mit Stahlbändern verstärkt ist. Ein Steckplatz neben der Safe-Tür. Jetzt muss ich bloß noch etwas Passendes zum Reinstecken finden. Das ist ja wie damals im Kindergarten. Jetzt brauche ich nur noch eine Form, die zu dem Umriss passt. Hinter einer solchen Türe stecken immer wichtige Sachen. Ich muss herausfinden, wie ich sie aufkriege. Nee, will ich nicht. Ein Schlüssel? Ja, ich finde das Teil bestimmt hier irgendwo, aber... So, okay. Die Fahnen sind ausgeblichen, aber ihre Bedeutung ist noch völlig klar.
Da wäre... Faschistische Flaggen. Purer Hass. Okay. Die Fahnen sind ausge... Faschistische Flaggen. Nicht wieder die Fahnen. Die Fahnen. Nein. Faschist. In der Schublade finde ich eine Notiz, die aber irgendwie verschlüsselt ist. Natürlich ist sie verschlüsselt. Mangels Staub ist es unübersehbar, dass an diesem Tisch erst vor kurzer Zeit jemand gearbeitet hat. Oh mein Gott! Auf dem Blatt waren meine ganzen persönlichen Daten ausgedruckt. Alles. Von meinen Lieblingsspeisen bis zur Körbchengröße. Das mit der Kokosschokolade stimmt ja, aber hört mal, Jungs, ich trage Größe 36. Es liegt sogar ein Foto von mir dabei. Mit einem Teleobjektiv aufgenommen. Carchon hat dieses Foto bestimmt nicht selbst gemacht. Das ist eine größere Sache und gut organisiert. Ich bin ein Teil davon. Und es werden Leute dabei ermordet. Eines ist klar. Irgendwer aus Carchons Umfeld hat mich überwacht. Eines ist klar. Die Restpfütze in dem Becher ist weder eingetrocknet noch verschimmelt. Sie ist nicht älter als einen Tag. Der eingedickte Kaffee ist nicht wirklich appetitlich. Das sind die Artikel, die ich über den Kostümmörder geschrieben habe. Ich hatte recht mit meinem Verdacht. Carchon hat sie ausgeschnitten. Zwei Geschäftsleute waren ermordet worden. Einer in Italien, der andere in Japan. In beiden Fällen war der Täter verkleidet. Einmal als Pinguin, das andere Mal als Schneemann. Aber das war nicht die einzige Verbindung zwischen den beiden Morden. Beide Opfer waren große Medienstars und gaben sich als Wohltäter. Und ich hatte bewiesen, dass beide Dreck am Stecken hatten. Und wie passte nun Carchon in dieses Bild? Meine Artikel über den Kostümmörder. Nein. Färben? Blau färben? Eines ist meine Art. Scheiße, ist nix. Da hinten würde ich ja gerne hin zum Sekretär. Aber da ist nix. Was sind da noch? In dem alten Schreibtisch finde ich nichts. Der wurde schon seit Jahren nicht mehr benutzt. Ach so. Okay. Das hatte ich auch schon. Dazu.